Hi Leute, mein Name ist Jerick Segui. Willkommen zum nächsten Online-Tutorial. Let's go! Ich teache heute eine Urban Choreo zu dem Lied I Don't Think You're Ready von Tank. So, let's go guys. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Talking about the unity where passion is home. Hey. Hey. Yeah. Hey. Hey. Rockin' beats now from 2 to 3. Let's go, guys. Also, wir starten auf 5, 6, 7, 8, 1, and. Ja, ihr seid einfach mit den Händen hier. Ja, und dann geht ihr links, 1, and. Genau, von da gehen wir dann zu. Genau, unsere rechte Hand ist auf unserem Gesicht. Dann gehen wir zu, and, 3. Ja, dann swipen wir mit unserer Hand über unser Bein. And three. Genau, wir sind and three. And four. And five. And. Boom, boom. Der Akzent bei dem ist nach oben. Sprich, von da sind wir two. And three. And four and five. Genau, wir sind dann and five. Dann gehen wir six. Unsere rechte Hand schnipst nach rechts und wir schauen nach links. Six. Dann gehen wir and seven. Six and seven. Genau. Nach and seven sind wir dann eight. Wir drehen unser Knie nach rechts. Eight and one. Wir machen alles nochmal von langsam. Wir machen alles nochmal von lang. Okay. Wir machen alles nochmal von Anfang. Langsam, ja? Also wir gehen 5, 6, 7, 8, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1. Also wir sind stehen geblieben bei 8 and 1. Ja, nach 1 gehen wir dann über unsere linke Schulter zu. Ja, dann schnipsen wir mit unserer linken Hand zu. Dann gehen wir wieder zurück and 3 and. Yeah. Dann gehen wir 4 and. Von dem gehen wir 5 and. Jetzt, yes, wir gehen kurz runter und schmeißen dann was hoch. Ja, von da gehen wir dann 6 and 7 and. Das sind dann zwei Bases. Ja, 7 and. Und das ziehen wir lange, weil 8 ist nichts. Und dann gehen wir and base, base. Und das war der zweite. One, two, and three, and four, and five, and six, and seven, and eight, and base, base. Bei dem sind wir dann base, base, und beim zweiten ist so eine Welle nach oben. Ja? Also sprich, wenn unsere Ferse nach oben gehen, ha, gehen wir Base Welle. Ja? Dann sind wir Welle, dann ist ein Snare. Da machen wir aber nichts und ziehen die Welle zu Base Base. Ja, dann sind dann wieder zwei Bases. Genau, wir sind bum bum Base Base und bei der zweiten Base hitten wir uns sozusagen nach hinten. Sprich, wir machen einen Hit zurück. Und das machen wir zweimal. Sprich, wir sind Hit zurück, zurück. Ja, und die Arme sind eigentlich ziemlich free, also ihr könnt da machen, was ihr wollt. Zurück, zurück. Von da gehen wir dann Base, Base. Ja, zwei Schritte. Und bei dem zweiten Schritt geben wir unsere linke Schulter nach hinten.
dann gehen wir nochmal Step nach hinten. Ja, dann klatschen wir nach hinten. Genau. Von hier ist dann unser letzter Step vom Achter. Wir gehen dann einfach mit dem linken Fuß gehen wir dann einfach nach vor und wir heben unsere Ferse nach oben. Sprich, von hier sind wir dann ha. Ja, und wenn wir unsere Ferse nach oben heben, heben wir auch unsere linke Hüfte. Ja, das heißt, wir sind hier, dann gehen wir ha. Yes. Währenddessen geht unsere rechte Hand zu unserem Kopf und wir schauen nach unten. Ja, nachdem haben wir dann rauf, rauf. Ja, unser Kopf geht nach oben zweimal. Ha. Ha. Und unsere Ferse geht nach rechts zweimal. Ha. Ha. Yes. Space, space, two and three and four and five and six and seven, eight and boom, boom. Von da gehen wir dann einfach mit einer Bass nach vor, mit dem rechten Fuß. Dann gehen wir runter, rauf. Und wenn wir dann oben sind, ist es so ein Slow-Mo. Ja? Nach dem Slow-Mo haben wir dann eine Snare und zwei Basses. Das ist dann so ein Ka, boom, boom. Oder Ka, boom, boom. Das ist dann wieder euer Ding. Da könnt ihr euer Ding reinhauen wieder. Und dann sind wir fertig. Boom, Bass, ha, ha, Snare, Bass, Bass. One more time, this is the sex sign, minute. Maybe they know, but they don't. I need permission, baby. I'm more than willing to make you go crazy. I wanna be your person. Get it over here, I'm yours. Just gotta take a seat, put some mouse on my tongue.